Wir haben hinter uns eine riesen Box. Was da jetzt drinnen ist, werden wir mal mit euch auspacken. Auf jeden Fall wirst du ein Radl werden. So viel ist schon mal klar. Es ist ein E-Bike. Es ist ein E-Bike, aber es ist kein gewöhnliches E-Bike. Honda Monkey-mäßig. Jetzt geht er ja, was hat das mit Epic Ride uns dann? Naja, es hat insofern was dann, weil das einfach kein Mountainbike ist, sondern einfach ein Fun-E-Bike. Frigo. Frigo heißt die Marke. Welche Aussicht haben wir da einfach bitte? Und welch ein traumhaftes Wetter. Let's go zum ersten Test Ride. Der ist da. Boah. Es ist so ziemlich eines von den schrägsten E-Fahrzeugen, was ich je gefahren bin. Es fährt sich wirklich wie ein Honda Monkey. Ich muss auch nicht aufhören lachen, es ist auch noch lustig. Wahnsinn, ja. Das bist du wieder, gell? Schönen guten Mittag. Heute mal ein bisschen vor einer anderen Perspektive, anderen Ort, und wir haben hinter uns eine riesen Box. Und was da jetzt drinnen ist, werden wir mal mit euch auspacken. Man sieht da schon ein bisschen ein paar Details. Kleine Details. Auf jeden Fall wirst du ein Radl werden. Wie genau und was genau, werden wir uns jetzt anschauen, ob wir es so zusammenbauen, aber es schaut recht gut verbaut aus. Also schaut jetzt nicht danach aus, dass das komplett daneben ist. Also schön einbaut, schön gestaffelt alles, kommt nicht in Einzelteile daher. Wir werden das Ganze jetzt einmal auspacken und probieren zusammenbauen auf und nach, wie das ausschaut. Ja, dann machen wir ein Video dazu. Genau, halten wir eng auf den Laufenden. Also dranbleiben, wird spannend. Schwer ist es einmal. Puh, und dann relativ gut zusammenbaut. Und verpackt da. Ja, jetzt schauen wir uns das einmal an. Diesen Probanden. So, dazu, was ist in der Kiste noch drin bis ja. Jetzt? Erinnert alles ein bisschen so an IKEA-Bausatz, aber das Geile ist, man hat wirklich alles dabei, was man braucht, außer das Messer zum Auspacken. Das hat man nicht, also dabei, das sollte man haben. Ja, Imbus, Schlüsselset, alles dabei, Schnellspanner, dann Frontscheinwerfer, Halterung für Smartphone, Pedale und wahrscheinlich Akku sein, genau. Also so viel ist schon mal klar, es ist ein E-Bike. Es ist ein E-Bike, aber es ist kein gewöhnliches E-Bike, ihr genau. Seht es. Es geht ein bisschen, vielleicht kennt es wer, Honda Monkey mäßig. Die Honda Monkey war ja im letzten Jahrtausend, am Ende von den Jahrtausend, so eine Ausgeburt, sage ich einmal, des kleinen Wahnsinns. Und mir hat das immer wieder geflasht. Wir haben jetzt so ein E-Bike gekriegt in die Richtung Honda Monkey. Jetzt sage ich, was hat das mit Epic Ride uns dann? Naja, es hat insofern was dann, weil das einfach kein Mountainbike ist, sondern einfach ein Fun-E-Bike zu einem Budgetpreis, wo wir sagen, wir wollten einmal sowas probieren, ob sowas überhaupt Sinn macht in der Klasse, was das kostet. Die Wiki werde ich das mal einblenden und dazu schreiben. Beziehungsweise, wo nehme ich das noch her oder bringt es für mich was? Weil die Honda Monkey hat es ja auch relativ gut verkauft. Also, warum soll es denn das nicht sein? Und meistens ist es ja auch so, nicht das günstigste ist das schlechteste, sondern hebt dann mechanisch relativ lang. So bei uns, es wird jetzt ein bisschen in Einsatz kommen, das Ganze statt ein Auto für Kurzstrecken, für Bergfahrten da in Kirchberg. Wir brennen die Raffen auch im Winter. Aber ja, man wird sehen, was los ist. Vielleicht werden wir ein und wann einmal zum Skifahren fahren und hinten die Ski am Rücken verbinden auf den Rucksack, mit denen da hinkommen. Man wird sehen, wie es trag. Auf jeden Fall müssen wir es noch zusammenschrauben, schaut relativ überschaubar aus. Lenkstange ist da vorne. Laufradleiche, das war's. Alles andere ist oben. Und ja, ihr seht es, Honda Monkey, man sitzt ja, wirklich da oben auf. Wie so ein Affe. Das man sieht, der Kreis ungefähr. Also ja, ja, wird sicher. Smooth und kompakt, aber das soll es auch sein. Und jetzt sind wir mal gespannt. Wo ist mir ganz kurz wichtig gut, ist glaube ich auch so ein Campingplatz und so, wo man mit dem Schwarzen kann. Statt so die Rolle. Ja, oder also gerade im Süden oder so im Sommer, wo Strand ist und so. Ich glaube, das ist echt was, so ein Fun-E-Bike, also echt was Lustiges. Und ja,
sicher eine coole Sache. Jetzt schauen wir mal, was weitergeht. Weil der Martin schon sagt, einfach mal zum Ausprobieren, was ist da so cool, ob das Fun macht und ob es auch Sinn macht. Und auch in der Preisklasse. Kleinigkeit können wir auch noch verraten. Frigo. Frigo heißt die Marke, die was uns das zugeschickt haben. Und ja, da ist einfach alles dabei, wenn man das auch zusammenbaut und wie es dann schlussendlich ausschauen soll. Genau, so soll das ausschauen. Echt lustig, irrer Style. Und dass wir Martin und den Rest auspacken, dann sind wir mal gespannt, wie es im Kompletten ausschaut. Das echt einmal verrammt, vor allem wie jetzt geht der Dormi-Messer. Und ja, es ist aber auch schick fettet alles und schön einlassen in Öl. Also und auch gut verpackt gewesen, gell? Schaut oder? Gut verpackt aus. Und für den Einsatzbereich wird es ja wahrscheinlich gehen, hoffe ich. Und im Vergleich mit dem Mountainbike, das muss man natürlich dazu sagen, das ist eine komplett andere Kategorie. Es sind ja keine namhaften Produkte verbaut, sondern da soll es ja wirklich um einen Smoothing-Bereich gehen. Eher wie so Beach-Cruise in die Richtung, aber mal was anderes. Und ja, warum eigentlich auch nicht einmal probieren, sage ich, weil es schaut ja nicht wirklich. Und wie gesagt, außer jetzt beim Auspacken, da muss man da echt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht alles durchschneidet. Weil sie haben es gut gemacht. Ja, was ja positiv ist. Ja, was positiv aber ist. Trotzdem. Aufpassen. Ja, was klassisch ist, ist zumindest einmal der Vorbau. Der wird mit 4 Schrauben ganz einfach gesichert. Da kommt die Lenkstange auf, ähnlich wie in einem BMX-Bike. Der Rahmen ist, wie es ausschaut, vollkommen aus Stahl. Chrom Molybdän. Gibt da, wie es ausschaut, eine Nabenschaltung. Und die restlichen Details werden wir dann schon noch sehen. Ja. Was so kommen. Und einmal so nebenbei einfach nur, welche Aussicht haben wir da einfach bitte und welch ein traumhaftes Wetter. Es hat jetzt 2 Tage durchgeschnitten, heute der erste Tag, wo man mal sieht, wie viel das schlussendlich geschnitten hat. Danke an gute Bekannte an uns, die uns das zur Verfügung gestellt haben, ja, dass wir das nutzen dürfen, die Location da. Ja, so schnell ist es auch schon gegangen. Schaut sich mal das so bitte, das ist gar nicht so klar, wie ich eigentlich gemeint hätte. Nein, aber ein Fazit, man hucht echt oben wie auf einen Honda Monkey. Wie auf einer Honda Monkey, ist echt der Wahnsinn, ja. Also wirklich. Und ja, ein bisschen Luft in die Reifen, wahrscheinlich einen Akku müssen wir laden, weil der ist lahm, Pedale auf. Und ja. Schutzbleche noch fix und fertig geschlafen, Lampen haben wir auch schon um. Schaut, wie cool das ausschaut. Da schaut der Akku aus. Einiges an Leistung steckt da drinnen. Mhm. Und also, das ist okay, du schaust echt aus wie so auf so einer. Was? Ja, jetzt nur Lederjacken und dann Stiefel, dann schaut es aus wie bei Mad Max. Genau. Ja. Cool. Ist wahr? Schon, oder? Ja, jetzt ist wieder die Frage vor Schwarz und so. Aber es wiegt was, ja. Es wiegt was, auf jeden Fall. Aber es ist nichts für das Alpine. Nein. Und bei dem, was ist durchgeladen, das ist in einer Reihe. Ja, aber das haben wir, glaube ich, gleich schon das ausgeschlossen, schon, dass für alpine Sachen nicht wirklich was ist, aber Fun-Faktor, glaube ich, extrem hoch. Und auch wenn man sagt, halt, für Winter zum Einkaufen fahren oder für das ganze Jahr, aber halt speziell auf den Winter, dass man Autoersatz hat, glaube ich, ist das echt richtig cool. Das ist eine lustige cool. Sache, ja. Irre. Parkprobleme hast du auch keine. Parkprobleme haben wir auch keine, das stimmt. Nein. Ja, so schaut das Ganze. Sollen wir den noch links so schraffen, da? Den Kotflügel. Dann war's das, ja. So, let's go zum ersten Test Ride. Was ist das für ein Teil? Ja, weil auch aufgefallen ist, verfügt das Gefährt über einen kleinen Gasgriff. Und der war da. Der ist da. Boah! Was hat sich geschockt? Und dadurch gibst du eigentlich. Kannst du eigentlich da normal fahren. Wie das genau geht, weiß ich jetzt noch nicht. Es ist, der hat 1, 2, 3, 5 Stufen, 1 Kilometer am oben. Gib nochmal Gas. Ja. Aber er schiebt dann schon. Ja, und was sagt man da jetzt so zu den ersten paar Sekunden? Das ist ganz, ganz koscher, bin ich noch nicht, aber. Ich glaube, das wird die Anfahrhilfe sein. Ja, genau, jetzt check. Boah. Ah, durch die Übersetzung wird es so sein, dass du mitschirbst und durchs Mitschirben und Treten beschleunigt der halt. Aber ich muss halt nochmal probieren, wo ich Platz habe, nicht auf der Terrasse. Nein, auf der Terrasse ist jetzt nicht gut. Aber die ersten Meter, schau schon mal, merkst du überhaupt gleich Hinterradl durch? Ich glaube nicht. Nein, das mag ich noch nicht. Burnout mag ich noch nicht. Passt. War jetzt so viel des Guten.
Aber es geht schon wieder. Dann schauen wir mal weiter, bis da nicht so grob. Es ist so ziemlich eines von den schrägsten E-Fahrzeugen, was ich je gefahren bin. Es fährt sich wirklich wie ein Honda Monkey. Es ist wirklich krass. Also von Handling und von allen, die kleinen Raffen. Die Leute schauen, wir waren noch kurz in der Hofheim fährt. Die haben echt gemeint, wir spinnen. Und wir sehen, wir sind jetzt ein paar Testrunden gefahren. Das ist bei der Wiki eigentlich relativ einfach. Das ist aber irre, weil ich habe gemeint, das ist klar. Aber schau es mal, es ist bitte. Nicht so ich klar. Bin 1,65 und ich komme nicht durch. Es ist nicht klar, es ist einfach sowas von krass handlich. Das ist irre. Ja, so läuft das. Wenn die Bremse, zieh einmal vorne die Bremse. Ja. Das heißt, da hinten ist eine LED drinnen, als Bremslicht. PVC-Schutzbleche. Hinten ein Normmotor mit Scheibenbremse. Hat eine Einfachübersetzung. Die was auf einer total fetten Single-Speed-Kette läuft. Genau da hinten spannt man das Ganze. Also da läuft es dann aus. Da ist der Motorantrieb. Da ist der riesen Akku drinnen. Das sind so Haschpappenschuhe. Ja, es hat schnell. Ausschauen. Und ja, vorne ist ein Daymaker, also richtig satter Scheinwerfer. Da ist die Glocke. Und ja. Und sich echt crazy. Also ich bin echt baff. Unter der Waffe haben wir super Grip am Schnee. Ja, irre, echt. Ja, also echt ein lustiges Fahrzeug. Ich habe gerade 2 Sekunden gefahren, es macht einfach, es ist einfach lustig. Es ist echt lustig. Du musst einfach nur aufhören lachen. Es ist einfach lustig. Wahnsinn, ja. Und es geht auch voll einfach. Also zum Zurückschirm. Ja, revisieren klar. Mit der kleinen Rale ist es echt perfekt. Ja. So, jetzt haben wir das mit dem Licht auch geschafft. Es ist jetzt zwar Sonne, aber was tust du? Es ist zwar Sonne, aber hallo, aber man sitzt trotzdem fast leicht. Das heißt, man muss lange auf Fuß bleiben. Das bist du wieder, gell? Weiß ich schon. Die ganze Sorry. Zeit hat er probiert, und nicht zu sagen. Das war jetzt mein Fehler. Das war dein Fehler. Das war jetzt aber. Wenn es Rosenmann ist, ist nur erledigt war, gell? Ja. Ja, echt ein Mordsfanteil. Also. Die ist jetzt echt auch ein Schneeglas, das ist echt lustig vor allem. Also das verstehen nicht Leute nicht mehr. Nein. Gell? Und es hat wirklich Pfeffer, Schepper mit dem Single Speed krass bergauf. Also wir sind jetzt so 15% Steigung gefahren. Magst du, wenn wir noch die volle Ausrüstung haben, kommst du dann natürlich aus wieder, wenn es fährt und ein bisschen mal dumm fahren. Ob es ganz lustig ist, ja, echt crazy. Genau, also beim nächsten Mal nicht einschalten nicht vergessen, weil da testen wir das dann nochmal im halbwegs Gelände. Wahrscheinlich noch sogar im Schnee. Ja, wie sich das dann auf jeden Fall fährt. Aber krasses Teil einfach. Irre.